mit den Händen in den oberen Griffen, egal ob Sie außen oder innen fassen, legen Sie wieder den Rumpf nach vorn in die Länge, bringen wieder den Schub der Füße, sodass der Rücken rund wird und der Rumpf wieder in die Aufrechte kommt. Dann ziehen die Füße und bringen den Rücken wieder in die Länge, um dort zu schieben und den Rücken wieder rund in die Aufrechte zu bringen. Die Füße ziehen und Sie atmen ein. Die Füße schieben und Sie atmen aus. Probieren Sie wieder den Kopf locker zu lassen. Die Füße ziehen und einatmen. Die Füße schieben und ausatmen. Versuchen Sie, diese Spannung, diesen Impuls der Füße wieder nie zu verlieren, auch dann nicht, wenn gerade die Richtung wechselt. Jetzt, wo die Füße vom Schub in den Zug übergehen, oder jetzt, wenn sie vom Ziehen zum Schieben nahtlos ihre Richtung ändern.